3 Jahre hat Tom Starke für den MSV Duisburg gespielt, über 130 Partien abgeliefert für die Zebras. Jetzt ist Schluss damit. Starke wechselt in die erste Liga nach Hoffenheim. Die Ausgangslage vor dieser Partie: Duisburg in Weiß hat seit dem letzten Spieltag nichts mehr mit dem Aufstieg zu tun. Die Gäste in Ballbesitz, nichts mehr mit dem Abstieg. Die erste Möglichkeit für die Gäste bereits nach 5 Minuten Vorarbeit von Fink und die Chance von Stindl. Erste Gelegenheit für Tom Starke, sich in dieser Begegnung auszuzeichnen. Gute 10 Minuten später, identische Rollenverteilung. Duisburg völlig verschlafen und die Gäste machten ihr das Spiel. Nächste Chance, Fink legt quer auf Crisantos. Nochmal glänzend reagiert von Tom Starke. Crisantos, der 19-jährige Nigerianer, Leihgabe vom Hamburger Sportverein. Er wird eine weitere Saison bei den Badenern bleiben, scheitert allerdings hier an Tom Starke. Regte sich zu Recht über die Leistung seiner Vorderleute auf. Duisburg brachte in der Offensive nicht viel zustande. 37. Minute, Standardsituation, Ecke von Grilic und dann die Chance für Duisburgs Innenverteidiger Björn Schlicke, der hier vielleicht ein bisschen überrascht war durch diese sich plötzlich aufbietende Möglichkeit. Die einzig nennenswerte Chance im ersten Durchgang für die Gastgeber. Ihrem Schlussmann hatten sie es zu verdanken, dass sie zur Pause nicht zurücklag. Der zweite Durchgang, 120 Sekunden nach Wiederbeginn. Laufduell zwischen Thiago und Crisantos. Der Unparteiische entscheidet auf Platzverweis gegen Thiago, weil Notbremse. Thiago musste gehen. Duisburg ab der 47. Minute in Unterzahl. Nochmals die verlangsamte Wiederholung. Kein Abseits bei Crisantos. Dann die Notbremse im Strafraum. Zu Recht die Entscheidung. Elfmeter für den KSC. Für die Gäste trat an Christian Demirtas. Die große Frage war, schaffte er es zum ersten Mal in dieser Partie am überragenden Schlussmann der Duisburger an Tom Starke vorbeizukommen? Die Antwort, nein. Tom Starke hält in der 48. Minute diesen nicht platzierten und auch nicht besonders hart geschossenen Strafstoß von Christian Demirtas. Starke krönte damit seine bis hierhin überragende Vorstellung. Die Frage war nur, würde das möglicherweise seine Kollegen irgendwie inspirieren und motivieren, jetzt doch ein bisschen mehr zu machen? Duisburg reagierte mit Unkonzentriertheiten in der eigenen Hälfte. Wie Dosic mit diesem fehlerhaften Abspiel. Ball landet vor den Füßen von Anton Fink. Ja, und dann ist es zum ersten Mal passiert in dieser Begegnung. Der Karlsruher SC geht mit 1:0 in Führung durch den Treffer von Anton Fink. Tom Starke ist zum ersten Mal in dieser Begegnung bezwungen. 1:0 für den KSC, gleichzeitig das Endergebnis. Marco Schupp und der KSC gewinnen in Duisburg. Tom Starke mit einer überragenden Vorstellung. Und was sich bei der Partie Paderborn gegen Aachen an Wissenswertes absolvierte, das erzählt Ihnen nach einer kleinen Pause Hartwig Töne.